Ein schönes Plumpsklo haben wir auch. Da bleibt mir ja nur noch, euch eine gute Sitzung zu wünschen. Hier heute im Let's Play Mischinki mit mir, dem Vorbudler, mal wieder. Vom Minenarbeit-YouTube-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute wieder was Schönes ausgedacht, denke ich mal. Und zwar möchte ich gerne eine Museumsbahn bauen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, welche wir dafür nehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo, was hat er sich jetzt wieder ausgedacht? Das weiß ich selber nicht so wirklich. Eine kleine dekorative Sache einfach. Eine Museumsbahn werden wir gleich mal bauen. Vorher schauen wir natürlich noch kurz in den Bereich, den wir beim letzten Mal gemacht haben. Der sollte auch... Mensch, ist das weit weg. Um Gottes Willen, seht ihr, wie groß diese Map ist. Ne, also beklagen sich ja doch immer mal wieder ein paar Leute, zumindest im Steam-Forum, wo sich ja hauptsächlich beklagt wird, dass es vielleicht zu klein wäre oder zu größere Maps haben wollen. Ich verstehe es nicht wirklich, denn das ist schon sehr üppig. Kann aber auch sein, dass wenn man alles auf Automatik stehen hat und so, dass man dann einfach noch viel mehr baut, noch alles vollprügelt. Das mache ich ja bei mir jetzt nicht so, ist ja eher hier Slow Gaming angesagt und alles schön manuell. Für die Genießer, sage ich ja immer, ne? Für die Eisenbahnromantiker. Ja, was mir Sorge bereitet, ist hier dieses Erzbergwerk oder besser gesagt der Zug. Der kommt kaum noch hinterher, denn die Gießerei, ja, wie es zu erwarten war, hat einen ganz schönen Verbrauch inzwischen. Aber da kommt auch gerade unser neuer Stahlzug oder Eisenzug, der zur Stahlfabrik fährt da hinten bei Kiel. Wisst ihr Bescheid? Das läuft aber schön. Das ist alles kein Problem. Wir haben auch noch gut hier zu tun, aber es wird weniger, merke ich gerade. Beim letzten Mal gucken waren es noch hier weit über 200 und es scheint sich langsam aber sicher zu leeren. Aber Leute, das ist heute nicht unser Problem. Das wird schon irgendwie sich ausgleichen. Die warten auch immer schön lange, bis sie hier vollgeladen sind. Gar kein Problem. Jetzt kümmern wir uns mal um dieses neue Projekt, die Museumsbahn. Was stelle ich mir vor? Und zwar einfach nur aus Jux und Dollerei möchte ich eine separate Strecke bauen für zum Beispiel diesen Zug hier. Alte Dampflok mit ein paar Personenwaggons. Alles uralt. Und ja, eine extra angelegte Strecke, auf der die so rund fährt. Vielleicht zwischen zwei Städten, wo wir dann noch ein schönes Gelände terraformen. Hier haben wir auch in der letzten Folge von gesprochen, dass ich mal wieder ein bisschen terraformen wollte. Mal ein bisschen was fürs Auge und für die Seele. Ja, und nicht nur immer hier schnödes Mammon, sondern auch mal irgendwie, ja, ich guck auch schon wo, an dem See hier unten. Oh, ist schon die Map zu Ende, okay. Ist die Map vielleicht doch zu klein für uns. Ja, hier in dem mittleren Bereich, hier ist irgendwie wenig los. Wir brauchen natürlich Wälder und Berge. Aber Moment, zwei Städte wären nicht so schlecht. Und zwar hier hinten haben wir ja noch einiges an Platz. Wir müssen auch irgendwie hinkommen, ohne dass wir den ganzen Verkehr hier aufhalten. Und seht doch mal hier in Aachen, ne? Ein ziemliches Kaff, muss ich hier schon gerade feststellen. Allerdings haben sie hier in Aachen wenigstens ein paar Berge. Sonst zwar nichts, aber Berge sind vorhanden. Berge müssen nun mal sein auf so einer Museumsbahn. Die soll ja hoch und runter gucken. Und vielleicht haben wir hier in der Nähe noch eine Stadt Siegen. Dann nehmen wir Siegen und Aachen. Und da bauen wir jetzt irgendwie ein schönes Gelände zwischen. Schalten wir direkt mal um. Und da müssen wir erstmal viel terraformen. Na logisch, das haben wir sowieso jetzt vor. Das ist mein Lieblingspinsel hier. Mit dem kann man das alles so schön glätten. Wir brauchen erstmal wieder etwas Platz für den Bahnhof. Das soll auch eine, ja, Rundstrecke werden, sag ich mal. Vielleicht stellen wir den Bahnhof hier so hin. Ja, und dann fährt der die Eisenbahn hier direkt mal. Machen wir das mal peu à peu. Ja, machen wir das mal ganz schön. Alte Gleise nehmen natürlich jetzt. Museumsbahn. Okay, da seht ihr mal. Da haben wir schon mal den Bahnhof in Aachen. Ja, eine Straße noch dran gebaut. Eine kleine Museumsbahn. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Von hier aus könnte schon mal die Zubringerstrecke sein, dass man hier den... wo ist es? Hier vorne. Das ist nämlich gar nicht so weit. Dann tuckern wir da mal hoch. Ja, bei mir in der Nähe ist das Eisenbahnmuseum Bochum. Halbe Stunde Autofahrt oder so. Aber schon mal ganz gut zu erreichen. Und sowas habt ihr bestimmt auch in der Nähe. Müsst ihr ruhig mal gucken. Jeder hat ja, glaube ich, so ein Eisenbahnmuseum in der Nähe. Das ist natürlich ziemlich imposant wegen dem Industriegebiet und so. Wir haben sehr viel da.
auch an Güterzeugs und alles. Alte, riesige Dampflok stehen da noch rum. Ab und zu fahren sie auch mal. Da muss man aber genau auf den Kalender gucken, damit man das nicht verpasst. Man glaubt es ja nicht, es ist ja Ruhrgebiet, es ist ja sehr schön und ringsherum viele schöne Natur. Ja, und wenn man da in der Nähe spazieren geht, dann kann es schon mal passieren, dass es plötzlich pufft und dampft und sonst was und man sich fragt, was ist denn hier los? Kommt da etwa eine Dampflok um die Ecke und dann tatsächlich kommt da eine Dampflok um die Ecke. Gibt es schon mal so versteckte Bahnhöfchen? Oder man geht an einer Bahnstrecke entlang, so eine Nebenstrecke. Oh, das ist cool hier, was ich vorhab, glaube ich. Das ist schon ganz schön. So. Hier mal lang. Und dann machen wir hier direkt mal wieder eine Kurve. Wo geht es denn hier so lang? Da, okay. Gucken wir mal, dass ich hier rumkomme. Ja. Ja, das ist jetzt wieder etwas zu eng. Aber so habe ich mir das vorgestellt, dass wir da mal so richtig modellbahnmäßig hier irgendwas bauen. Erstmal gucken, wo die so ungefähr lang fährt und später werden wir natürlich auch die Berge ringsherum wieder anlegen und mal einen See bauen und solche Geschichten. Na, komme ich jetzt diesen Berg nicht runter? Da würde ich jetzt gerne hier runterfahren. Oh, das sind Steine. Ach so, das sind Steine. Ja, klar. Verstehe. Muss man hier einfach nochmal etwas abmildern, die Strecke so. Und dann geht es doch, glaube ich. Ne? Da komme ich doch hier runter. Ja. Das lasse ich jetzt da einfach mal. Das ist so ein Happy Accident. Bob Ross wäre stolz auf mich. Bin ja auch ein eiserner Vertreter dieses Konzepts. Der Happy Accidents. Auch das ist den Hügel da, der ist doch auch cool. Ich fahre nur, glaube ich, völlig in die falsche Richtung. Komm, machen wir hier mal, dass wir hier so runterfahren. So. Und hier mal eine Kurve beschreiten. Vielleicht direkt hier. Ja, genau so. So hin und her. Über Stock und Stein, ne? Hier kommt so ein kleines Nebengleis. Das ins Nichts führt. So, wo ist Siegen? Wo ist Siegen? Da ist ja schon Siegen. Ist ja gar nicht mehr so weit. Aber den Rückweg müssen wir auch noch machen. Das soll ja ein Rundkurs werden, ne? Dann bauen wir hier noch einen kleinen See hin. Dass man nicht nur auf der Hinfahrt nach Siegen irgendwie eine schöne Landschaft hat, sondern auch auf der Rückfahrt. Hier könnten zum Beispiel ein paar Auen stehen. Da könnte noch ein Berg gehen. Ja, komm, machen wir hier ein paar Kurven. So. Und da geht es dann gleich in einen Tunnel. Da kippe ich mal hier einen Berg auf. Ist das Schöne, wenn man Kohle hat ohne Ende. Ha! Komm, hier muss mal ein Hügel hin. Gib alles! Hier, das muss noch etwas angehäuft werden. Man will ja auch nicht schon sehen, wo man so hinfährt. Man möchte ja dann glauben, dass man eine ewig weite Strecke fährt. Luftlinie sind es 100 Meter. Und Gefahr ist mal 100 Kilometer. Ist ja oft so im Gebirge. Es geht ja nun mal nicht anders. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, ich habe recht. So. Ach, schön. 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 Jetzt mache ich mal noch was ganz, ganz Verrücktes. Völlig sinnlos versuche ich jetzt mal hier oben eine Brücke hinzubauen. Aus Holz? Krass, das sieht doch super aus, oder nicht? Was noch fehlt, sind hier Bäume. Ich nehme gerne diese Zufallsbäume hier. Was haben wir denn eigentlich alles? Moment, machen wir das doch vielleicht mal. Ach so, machen wir das hier richtig schön. Eine Birkenallee. Und hier kommen wir dann erstmal so in einen Tannenwald.
Passt sehr gut zum Gebirge, finde ich. Fichten. Das sogenannte Fichtengebirge. Huch. Ja, ein bisschen viel Stein jetzt im Weg. So, und hier unten soll ja noch eine kleine Auenlandschaft entstehen. Können wir so mal machen. Das Game kann man leider jetzt nicht wirklich gut machen, denke ich mal. Je nachdem, wie tief das hier ist. Ja, bis das Wasser kommt. Schade. Man kann leider keinen... Och, das geht ja richtig tief runter. Was mache ich falsch? Moment. Schade, ich kriege ja leider jetzt kein Wasser hin. Ich dachte, man müsste nur tief genug absenken, dann würde hier Wasser kommen, aber da passiert leider nichts. Ich habe jetzt hier auch schon die maximale Tiefe erreicht. Und außerdem steht hier, dass das alles Eichen wären, aber ist natürlich Quatsch. Das ist eine Akazie hier. Und das andere sind Fichten oder was weiß ich. Aber keine Eichen. Machen wir das hier mal so Arboretum-mäßig. Und das sind Eichen hier. So, machen wir mal so eine Umrandung aus Eichen. Und dann geht es hier weiter mit der Strecke. Auch mal einen schönen Tunnel bauen. Und das sieht natürlich noch komisch aus hier. Oha, das sieht ja ziemlich kläglich hier aus mit meinen Akazien. Vielleicht liegt es daran, dass sie kein Wasser bekommen. Obwohl, guck mal, was mir gelungen ist. Ja, ist mir gar nicht gelungen. Es ist nur, das war natürlich wieder meine Schusseligkeit. Man sieht das Wasser nur nicht im Editor. Ja, aber wenn man in die 3D-Ansicht schaltet, haben wir plötzlich Wasser da. Und aus diesem Grund mache ich das jetzt doch nochmal so, wie ich es vorher geplant hatte. Dass wir hier auch nochmal etwas absenken. Da müssen die Eichen eben weichen. Beziehungsweise die Akazien. Naja, es ist ein bisschen tiefe Löcher, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das muss man vielleicht nochmal geschickter machen, wenn man ganz flach unten ist, auf Wasserhöhe praktisch. Aber so ist es irgendwie auch interessant. Wir haben ja leider noch nicht so viele Objekte im Spiel, so Dekorationsobjekte. Man kann die wohl auch selber bauen und ins Spiel modden, aber damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich befasst. Nur es wäre ja jetzt ideal. Ich denke mal, das werde ich hier mal flach machen und dann werde ich hier mal noch ein bisschen was aufkippen. Ja, denn das wäre ja wohl auch ziemlich perfekt jetzt für so ein Projekt hier. So, das sieht sehr schön aus. Dann bauen wir hier nochmal einen kleinen Bahnhof. Incision. Ach, das ist ja cool, wie auch die Straßen inzwischen so an den Bahnsteig so angeschlossen werden können. So, dass es auch richtig gut aussieht. Ja, es geht weiter mit dem Spiel. Man kriegt das oft gar nicht mit, wenn man hier so vertieft spielt und plötzlich wieder irgendein Update. Wobei ich auch sagen muss, ich bin auf dieser experimentellen Version. Ich werde jetzt hier langsam zurückfahren. Mit unserer kleinen Dampflok. Noch ein paar Kurven. Kurven sind immer gut. Und dann musste sich dann hier den Berg rauf quälen. Aber nicht so schnell. Nicht so hoppla hopp. Erstmal bauen wir hier noch ein schönes Tal. So soll der Streckenverlauf nämlich sein. Und dann werden wir hier noch etwas aufschütten. Habe ich noch Geld? Ja, ich glaube, das spüren wir überhaupt nicht, ja? Immer noch 200.000. Aber das ist doch cool hier. Sauerländische Täler und Schluchten. Ich glaube, Siegen ist doch im Sauerland, oder? Müsste ich eigentlich wissen. Ich wohne ja in der Nähe vom Sauerland. Von Siegen weiß ich jetzt nicht. Kein Mensch kennt Siegen. Obwohl, es kann ja nicht so schlimm sein wie Hagen. Ich mache mich immer lustig über so Städte, ich weiß. Tut mir leid, wenn ihr von da kommt. Sorry, ich mache nur Spaß.
Aber Hagen ist wirklich schlecht. Hagen ist echt hässlich. Hässlichste Stadt Deutschlands, glaube ich. Das ist gut hier. Das ist echt gut. Das Problem mit dem Schinki ist nur, es sieht immer sehr fett aus im Editor. Und wenn ich umschalte, naja, sind so kleine Hügelchen. Ne? Und aber ich denke, wenn wir da durchfahren, oh, das sieht schon cool aus hier. Das ist ja klasse. Wow, ja. Meine Museumsbahn kommt langsam gut ins Bild, möchte ich mal behaupten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier so viele Bäume pflanzen möchte. Wenn, dann nochmal Tannenbäume. Aber nicht so viele. Hier auf diesen kleinen Zwischenstücken vielleicht. Und vielleicht hier oben drauf nochmal ein paar. Ganz wenig. Hier nochmal was. Das sieht doch super aus. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ist doch toll. Ist eine super Idee gewesen von mir. Mensch, ich muss mich mal wieder selber über den Klee loben. Und vor allem die Leute, die stehen schon Schlange hier. Die Bahnhöfe füllen sich. Oh, und da kriege ich auch leider gerade eine Warnmeldung rein. Das ist wahrscheinlich Zug 50. Och, hier oben. Das ist ja interessant. Wieso? Ach du meine Güte, meine neue Strecke, mein neuer Stahlzug hier. Scheint doch den Verkehr aufzuhalten. Ja, hier oben. Ist der durchgefahren bis zum nächsten Signal? Ja, okay. Das ist klar. Dann lassen wir den einfach nochmal eben wenden. Macht er jetzt? Jetzt ist da keine Lok mehr dran. Doch, er ist wieder da, Gott sei Dank. Kleine Glitches hier. So, dann kann es nämlich weitergehen. Und das ist ja auch cool, dass man ihn nicht mehr stoppen muss, merke ich gerade. Das merke ich jetzt gerade in diesem Moment. Um zu wenden, muss ich nicht extra anhalten, sondern ich brauche nur auf Wenden zu klicken. Und dann hält die Lok, wendet und fährt wieder an. Das musste man vorher immer so manuell machen. Kann aber auch sein, dass es schon eine lange Zeit jetzt wieder so geändert ist. Und ich habe das einfach routinemäßig immer so gemacht. So manuell. So, du müsstest jetzt eigentlich auch mal langsam losfahren, aber du wartest noch auf... Ach, deswegen. Der wartet hier schon. Seht ihr? Genau das, was ich schon vermutet habe, dass uns hier bald das Eisen ausgeht. Die Eisenbarren. Das ist jetzt auch eingetroffen. Ja, müssen wir uns dann doch wieder darum kümmern. Vor allem kann der jetzt hier unheimlich lange warten, da ja auch gar kein Eisenerz mehr angeliefert wird. Ne? Also das ist hier wirklich noch nicht ausgereift. Das können wir aber ganz schnell beheben, indem wir einfach hier in der Strecke mal nachgucken und diesen Vollladenbefehl rausnehmen. So, jetzt sollte nämlich auch wieder losgehen. Und ich denke mal, dann läuft es reibungslos hier oben zumindest erstmal. Klar, nicht optimal, weil er jetzt noch nicht vollgeladen ist. Der andere kommt auch schon wieder zurück. Seht ihr, so würden die sich ständig im Stau stehen. Hier nur, weil er hier noch auf Vollladen wartet. Was, wie gesagt, ja überhaupt nicht geht, weil kein Erz mehr da ist. Ich habe es kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. So, Kinder, und jetzt habe ich mal ganz dumm dreist einfach mein Abstellgleis mit der Museumsbahn. Da sind sogar noch 28 Leute drin. Das trifft sich aber gut. Ich glaube, von denen ist jetzt inzwischen nicht mehr viel übrig. Gut, wir können mal schauen, dass wir die wieder in Betrieb nehmen. Hat die noch irgendeine Strecke? Ja, nur ihr Abstellgleis hier. So, lassen wir sie gleich mal losfahren. Gucken, ob die alte Kiste noch läuft. Sagen wir ihr mal, dass sie hier den Bahnhof ansteuern soll. Komm mal her, kleine Elmar. Sie funktioniert noch. Etwas eingerostet, aber eigentlich geht es. Ja, man müsste es eigentlich auch sehen können. Es gibt ja inzwischen auch Rost und Altertum und so im Spiel. Hier kann ich aber jetzt noch nicht wirklich was ausmachen. Moment, da müssen wir mal schauen. Nö, sieht noch hoch. Sieht noch ganz okay aus, ne? Jetzt nicht fabrikneu, aber auch nicht super verrostet. Etwas irritierend, dass die Räder vom Tender nicht mitdrehen. Da
Vielleicht ist sie deswegen so langsam. Ist vielleicht der Bremswagen, ne? Okay. Und da kommt sie schon. Jawohl, Leute. Aber die Mitfahrt gibt's natürlich erst in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger muss sein. Sorry dafür. Aber ich möchte, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und mich hier nicht alleine lasst. Die erste Warnmeldung kommt auch wieder reingeflattert. Ich muss mich kümmern, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön sauber. Habt viel Spaß noch. Und lasst euch auch keine Angst einjagen.